Die Meinungsmacher Top Talk 100, die außergewöhnlichsten Unternehmer im ganz persönlichen Gespräch. Weber Investmentgesellschaft. Die Meinungsmacher, herzlich willkommen. Top Talk 100 mit den 100 außergewöhnlichsten Unternehmern im ganz persönlichen Gespräch. Ja, und wir sind hier in der Martinstraße in Wien und sind bei einer Investmentgesellschaft, die Geschichte geschrieben hat. Warum, das Geheimnis werden wir gleich lüften. Wir sind bei der Weber Investmentgesellschaft, mir gegenüber Martin Branski. Begrüße Sie. Grüß Gott. Die Weber Investmentgesellschaft, bevor wir das Geheimnis lüften, wo ihr Geschichte und warum ihr Geschichte geschrieben habt, auch das ist erwähnenswert. Vielleicht vorher mal, was macht ihr alles genau? In welchem Bereich des Investments seid ihr tätig? Wir sind im Bereich der Wertpapiere, Aktien, Anleihen, Investmentfonds tätig. Mhm. Bei den Investmentfonds, sowohl bei aktiven Investmentfonds, die entsprechend von von Fondsmanagern betreut werden, aber auch im passiven Investmentfondsbereich, sprich Indexinvestments. Mhm. Wir bieten unsere Dienstleistung sowohl den Privatkunden an, als auch den Firmenkunden, und der Bogen geht dann bis zu den österreichischen Privatstiftungen. Das ist unser Klientel, und in dem Bereich bieten wir sowohl die Betreuung an, die Portfoliobetreuung, die Betreuung hinsichtlich der Wertpapiere, die Beratung hinsichtlich der Wertpapiere, aber auch mit unserem Partner, der FTC Capital GmbH aus Wien, die Vermögensverwaltung. Komplexes Thema, spannendes Thema, gerade in Zeiten wie diesen. Vielleicht einmal zur Historie. Wie war so die Entwicklung der Weber? Ja, gegründet wurde die Weber 1995, also schon einige Jahre her, von den Gründern Josef Platzek und Kurt Prohaska. 1998 wurde dann seitens der Finanzmarktaufsicht der Weber als erstes Wertpapierunternehmen die Konzession erteilt nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz. Also wir haben die Nummer 1. Und das ist eigentlich das Besondere, das Schöne, dass wir hier als erstes Unternehmen diese Konzession erhalten haben. Ja, das war schon Geschichte damals. Ja? Das war wirklich was Großes. Gehen wir ein bisschen hinein in die Investments. Wie kann ich investieren? Welche Kapitalmodelle gibt es da? Wie schaut das aus bei euch? Bei uns läuft alles sehr auf der persönlichen Ebene ab. Der Mensch ist im Vordergrund. Wir haben keine vorgefertigten Konzepte. Wir analysieren mit dem Kunden gemeinsam ganz einfach, was hat der Kunde bereits, welche Ziele, welche Wünsche, welche Anliegen hat er, welche Chancen und Risiken ist er bereit einzugehen. Mhm. Und zu erwartenden Marktsituationen werden dann individuelle Anlagekonzepte kreiert. Wir konzentrieren uns auf den mittellangfristigen Bereich, da können wir unsere Stärken ausspielen. Das liegt einerseits in der persönlichen Betreuung und andererseits auch in der Auswahl der Investments. Wir können an die Wertpapiere, die am Markt in Österreich angeboten werden und auch zugelassen werden, auch komplett auswählen. Das heißt, wir sind nicht eingeschränkt in unserem Tun. Wir haben keine Eigenprodukte. Wir können das tagtäglich leben, dass wir sagen, wir wollen das Investment von der einen Großbank oder von der anderen Bank oder von der einen Vorgesellschaft oder von der anderen Vorgesellschaft. Das ist ein großer Punkt, da möchte ich gleich einhaken. Bei vielen Banken ist es ja so, dass die Bank oder der Mitarbeiter in der Bank, der Berater in der Bank dann seine Produkte hat, wo er eine gewisse Quote zu erfüllen hat, das muss er verkaufen, egal ob jetzt für Sie das Beste ist oder auch nicht. Das ist bei euch komplett, ihr seid da komplett frei, ihr könnt aus dem jeweiligen Schublädchen quasi das rausziehen, was für mich als Kunde genau das Optimale ist. Großer Vorteil. Das ist ein Riesenvorteil für den Kunden. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Nutzen für den Kunden. Mhm. Und das versuchen wir natürlich auch in den Beratungsgesprächen dann zu filtern. Was passt denn überhaupt zu ihm? Sie sind da Eigentümer, der Inhaber dieser Firma, auch der Geschäftsführer. Sie sitzen hier in der Martinstraße. Man kann auch tatsächlich, da kommt man nicht zu einem indischen Callcenter oder sonst irgendwo hin. Das ist nicht abstrakt mit irgendeiner Limited irgendwo in Großbritannien oder man kennt all diese Dinge, sondern da kann man zu Ihnen herkommen und sagen, Moment, das und das, direkt sich an Sie wenden und euch gibt es physisch auch da. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin ein Freund von der persönlichen Kommunikation, sowohl natürlich sind wir telefonisch erreichbar, wir sind persönlich für unsere Kunden hier. Wir suchen auch das Gespräch, das heißt, uns ist das ganz wichtig. Wir können natürlich auch Videokonferenz anbieten, aber grundsätzlich haben wir immer im Vordergrund das persönliche Gespräch. Unsere Kunden schätzen das auch so nicht. Unsere Kundenbeziehungen sind auch dahingehend aufgebaut. Ich kenne viele meiner Kunden seit 10, 20 bis zu 30 Jahren in der zweiten Generation. Ja. Und das ist das Schöne. Das heißt, wir suchen den langfristigen Weg und auch die persönliche Ebene gehört dazu. Und so können wir auch unseren Kunden gut einschätzen von seiner Veranlagungsseite her, ist meine Meinung. Ab wie viel macht Sinn beim Privaten, dass er in diesem Bereich investiert? Da geht es gar nicht um das, ob der Kunde jetzt einen fünfstelligen Betrag hat, einen sechsstelligen oder vielleicht einen siebenstelligen Betrag, sondern wir als erstes ist er mit dem Menschen im Vordergrund und dann schauen wir weiter. Also ein klassischer Weg ist, der Kunde kommt her, das Erstgespräch,
Dann wird einmal ausgelotet, wo die Interessen liegen, wie viel er veranlagen möchte wahrscheinlich. Welche Wünsche, welche Ziele verfolgt der Kunde, welche Überlegungen hat er sich schon gemacht. Also das wird so im Erstgespräch auf jeden Fall, sollte besprochen sein. Und im nächsten Schritt dann natürlich auch mal die Veranlagungssumme, weil das natürlich auch etwas ist, wie wir dann unsere Strategie umsetzen können. Das ist spannend, dass Sie sagen, dass nicht gleich im Erstgespräch die Veranlagungssumme die große, wichtige Rolle spielt. Das unterscheidet sich auch von vielen, vielen anderen. Wenn du in die Bank gehst, was veranlagen möchtest, ist die Frage, was ist die Summe, und das war es dann quasi sozusagen. Das heißt, da wird wirklich individuell auf den Kunden wirklich analysiert, eingegangen und der Mensch quasi im Vordergrund. Es ist oft so, dass bei uns wirklich Dreiergespräche eigentlich stattfinden, bis dann die Strategie steht. Und das ist auch gut so, weil alles gerade am Anfang ist die Zeit ein wesentlicher Faktor für die zukünftige Strategie und für den zukünftigen Erfolg. Und der Kunde fühlt sich dann auch entsprechend aufgehoben, und so soll es auch sein. Streuung, großes Thema auch. Ganz, ganz breit wird gestreut bei euch, oder welche Hausphilosophie verfolgen Sie da? Wir streuen, was heißt ganz breit, nicht? Also ich bin ein Freund von der Streuung, das ist eines der wesentlichen Komponente für mich, was das Risiko betrifft, dass ich nicht alles in ein Produkt lege. Je nach Einzeltitel, Investmentfonds, ist jetzt schwer zu sagen, ob das 10 Investments sind, ob es 20, 30 Investments sind. Es muss auch sinnvoll gestreut sein, es muss das Ganze eine Strategie ergeben, weil ich habe nichts davon, wenn ich 10 verschiedene Technologiefonds nehme. Ich habe auch die Technologiekrise miterlebt. Ich habe oft einen Kunden gehabt in Folgen, die unzufrieden waren mit der Entwicklung. Dann habe ich gesagt, wie sind Sie denn veranlagt? Und der Kunde hat gesagt, naja, 10 Fonds. Und dann haben wir die Fonds angesehen, waren das alles Technologiefonds. Wir versuchen in der Streuung ganz einfach von der Asset-Klasse auch zu streuen. Mhm. Ich glaube, es macht Sinn, gewisse Anleihenkomponenten dabei zu haben, vielleicht in der aktuellen Phase noch vorsichtig zu sein. Aber in manchen Phasen ist es auf jeden Fall auch gut, Anleihen dabei zu haben. Aktien natürlich für den langfristigen Erfolg. Aber auch Segmente wie Rohstoffe, ob das jetzt Industrierohstoffe sind, Edelmetalle sind. Ja. Auch das ist ein Bestandteil des Portfolios. Aber auch das Segment der Future Fonds ist ein wichtiger Bestandteil im Portfolio. Und dementsprechend passen wir das bei jedem Kunden an, was zu ihm entsprechend auch gut ist. Wer ist es, der das dann analysiert? Der sagt, die Werte gehen wir rein, da gehen wir raus. Wir schauen uns auch charttechnische Faktoren an, natürlich aber auch makroökonomische und so weiter. Und dann kommen wir zu der Entscheidung, okay, gehen wir rein oder raus aus den Aktiensegment, aus dem Anleihensegment, und dementsprechend suchen wir uns dann Investments über unsere Programme, die wir haben im Haus. Wir haben eigene Analyse-Tools auch, wo wir dann sagen, okay, ich möchte jetzt Hausnummer einen amerikanischen Aktienfonds, dann kann ich das entsprechend filtern mit verschiedenen Parametern, die wir hinterlegt haben, und so suchen wir das entsprechend aus. Wenn ich jetzt Kunde bei Ihnen bin, wie schaut dann das Reporting, oder dass ich schauen kann, wo stehen wir gerade? Tagtäglich, jederzeit, 24 Stunden lang in sein Depot reinsehen und schauen, wie sich das Depot entwickelt hat. Wir haben hier ein eigenes Kundenportal, wo der Kunde auch sieht, wie hat sich mein einzelnes Investment entwickelt, wie hat sich das gesamte Investment entwickelt. Verschiedene Zeiträume kann er wählen. Ja. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das heißt, es wird auch wahrscheinlich unterschiedlich sein von Kunden zu Kunden. Der eine hat es gerne per Post noch zugestellt, der andere schaut am liebsten halbstündlich rein und möchte wissen, wie die Kurse stehen sozusagen. Wir senden nicht nur Auszüge aus oder Depotnachrichten, sondern ganz wesentlich ist auch das persönliche Gespräch. Wir bieten jedem Kunden an das persönliche Gespräch. Und je nach Marktsituation, ist das vielleicht einmal im Jahr, ist das zweimal im Jahr, ganz wie der Kunde wünscht. Jetzt gebe ich mein Geld zu Ihnen. Wer haftet, wie schaut das aus, wie sicher ist es, wo liegt es? Liegt es da hinten irgendwo im Tresor, oder wie funktioniert das genau? Sicherheit, ganz großes Thema auch in Zeiten wie diesen. Wir beraten unsere Kunden, wie gesagt, und vermitteln das Geld dann zu einer, wie man so schön sagt, zu einer Bank. Mhm. Das heißt, der Kunde eröffnet bei einer österreichischen Bank in diesem Fall ein Konto, ein Depot. Dort zahlt er auch sein Geld ein, und dort werden auch die Wertpapiere gekauft. Und das Schöne bei Wertpapieren ist natürlich, bei Wertpapierdepots in Österreich, es ist ein sogenanntes Sondervermögen. Das heißt, egal was mit der jeweiligen Bank ist, nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, aber es ist immer eine zusätzliche Sicherheit, dieses Depot ist ein Sondervermögen. Es wird nicht der Konkursmasse zugerechnet. Was passiert, wenn aber eine Bank doch mal pleite geht, dann muss man sich eine neue Bank suchen. Was ist Ihnen besonders wichtig im Umgang mit Ihren Kunden? Was soll der Kunde am Ende des Tages fühlen, denken, wenn er die Weber hört? Er soll das Gefühl haben, dass er gut aufgehoben ist. Gerade in Geldsachen ist ein Vorschusslorbeere sehr wichtig. Ja. Wir versuchen auch, oder wir geben unser Bestes, das auch zu bestätigen. Er soll wissen, dass wir auf ihn individuell persönlich eingehen. Das ist unser Anliegen.
und dass wir auch in Zeiten, wo es einmal an den Märkten turbulenter wird, für ihn da sind. Das heißt, wir sind erreichbar, wir sind telefonisch erreichbar, wir sind persönlich erreichbar, wir verstecken uns nicht. Und dass wir auch kontinuierlich in der Betreuung sind. Das heißt, er wechselt nicht ständig den Berater oder die Beraterin. Das ist ein wichtiger Punkt auch, gell? Das passiert ja in den großen Bankinstituten, da heute rufst du an und am Freitag ist schon wieder wer anders, der sich nicht auskennt und die ganze Geschichte wiedererzählen muss. Das ist bei euch nicht so. Sie, logischerweise, als Hauptkonstante im Unternehmen und als Eigentümer des Unternehmens sind sowieso immer da, sozusagen, aber auch sonst immer die gleichen Leute, das ist schon wichtig für die Leute, weil das ist auch eine Vertrauenssache, da wird viel erzählt wahrscheinlich, was sie mehr wissen, teilweise als die eigene Ehefrau, wenn es ums Geld geht. Also manchmal ist das so, ja. Das kann ich bestätigen. Ja. Und mir ist das persönlich schon wichtig und deswegen lebe ich das auch in der Firma so. Meine Kollegin, die Martina Auerger, die Prokuristin hier im Haus ist, mit der arbeite ich mittlerweile seit 99 zusammen. Die anderen Kundenbetreuer und Kundenbetreuerinnen, die kenne ich und arbeite ich zum Teil schon seit 2001, 2002 zusammen. Das heißt, hier ist eine Konstante gegeben und das möchte ich auch weiter so haben. Wenn Sie in die Zukunft blicken, Vision? Ich möchte, dass die Weber weiterhin das Thema verfolgt, der Mensch im Vordergrund. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Das ist auch euer Firmenslogan. Ihrem Erfolg verpflichtet. Verpflichtet und der Mensch im Vordergrund ist auch ein Schlagwort auf der Homepage. Und das möchte ich auch weiterleben. Das heißt, es soll eine konstante Weiterentwicklung der Weber geben. Wir schauen auch technologisch, dass wir immer vielleicht auch einen Schritt einmal voraus sind. Und es soll weitere Partnerschaften geben in Zeiten wie diesen. Das heißt, der Markt wird ja nicht einfacher. Ja. Und ich möchte weiterhin den einen oder anderen Berater oder Beraterin natürlich gewinnen, aber auch natürlich den einen oder anderen Kunden, ganz klar. Ja, also ich möchte die Weber stetig etwas wachsen sehen. Ich brauche kein sehr schnelles Wachstum, sondern ein stetiges Wachstum. Und irgendwann möchte ich das an die nächste Generation dann auch schon weitergeben. Also das ist. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Da passiert noch viel. Es wird noch viel Wasser die Donau runterrinnen. Genau. Eine Abschlussfrage, die sich natürlich aufdrängt. Jemand, der so ein Unternehmen hat und führt, wie breit sind Sie in Wertpapiere investiert? Also für mich ist das fast ein Muss, dass man selber investiert. Ich erlebe auch selber mit, wie es ist, wenn die Werte einmal fallen. Nicht? Also ich bin kein Künstler, ich bin kein Zauberer. Bei mir gibt es auch nicht immer nur positive Vorzeichen. Und deswegen habe ich auch selber ein Wertpapierdepot, wo sowohl Einzeltitel drin sind, wie auch Investmentfonds und Futurefonds. Also auch ich bin breit gestreut. Ich vertrete die Philosophie nicht nur gegenüber den Kunden, sondern auch in meiner Veranlagung und in die meiner Kinder, muss ich auch dazu sagen. Nicht? Also da ist es genauso. Das sind die wirklichen Future-Fonds dann, quasi die Kinder nämlich für die Zukunft. Genau. Super, vielen lieben Dank für diesen spannenden Einblick. Gerne. Ja, danke auch Ihnen zu Hause, die Weber, hier in der Martinstraße in Wien, im Herzen der Stadt. Da können Sie herkommen, da können Sie direkt sozusagen das Beratungsgespräch führen und so einsteigen. Die spannende Welt der Wertpapiere mit einem Unternehmen, das diesbezüglich Geschichte geschrieben hat. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein, alles Liebe, auf Wiedersehen. Weber.at